Gut. Lasset uns es noch einmal probieren. Jetzt sollte es auch alles stimmen, soweit. Aber vorher noch die Tür machen. Ich habe mein Mikrofon gehangen, dass das jetzt einigermaßen besser funktioniert. Ich habe mal das so. Und dann lass uns da weitermachen, wo wir aufgehört haben. Auch wenn ich keine Ahnung habe, was wir eigentlich getan haben. Ja, ich bin immer noch kränklich. Planet Fastun, das waren die Lombax-Ruhe. Ich glaube. Ich meine, so viel haben wir ja nicht gemacht. Die ersten zwei Planeten. Laden erfolgreich. Ich hoffe, dass ich nichts vergessen habe. Lombax Ruinen im Planet Fastun. Okay, Partner. Was können wir denn für dich tun? Das weiß ich noch nicht. Halt, doch, ich weiß es. Waffe wird teuer. Das hat sich verabschiedet. USB-Laufwerk G. Was zur Hölle ist G? Ach! Warum hat denn jetzt Logistik einen Macken? Komm, aus ihr zwei. So, ich hoffe, das war das Einzige und Vorhersehende. Und ich muss mein Fernseher auf jeden Fall lauter stellen. Ich hoffe nur, dass es nicht im Mikrofon wieder geheilt wird. Hier ist offenbar etwas Schreckliches passiert. Also. Wir haben einst die Lombaxe geholt, ja? Schön, 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 schön. Ja, aber wo sind denn alle? Das wollte ich dir sagen, Ratchet. Laut Datenbank ist der Planet seit vielen Jahren verlassen. Hey, unser altes Schiff. Clank, siehst du das? Ein altes Schiff? Sehr alt, wie es scheint. Das ist das Schiff aus Ratchet und Clank 1. Wir müssen es reparieren. Ratchet, wir müssen praktisch denken. Tachyon wird die Kapselflugcodes entschlüsseln. Er wird jede Minute hier sein. Clank, bitte. Ich muss es reparieren. Oh, na gut. Die virtuelle Diagnose des Raumschiffs zeigt an, dass 6 Teile fehlen, ohne die intergalaktische Reisen unmöglich sind. Viel Spaß. Na, danke schön. Du könntest mir auch sagen, wo die sind, werte Dame vom Helpdesk. Ach ja. Okay, Karte. Ah, die werte Dame vom Helpdesk zeigt mir an, wo die sind. Also wir haben eins da. Kann es direkt hier sein. Da oben. Halt die Füße.
brennt in der Hölle allesamt. Zusammen mit Otto. Ja, die Stream-Schau ist wieder am Ruckeln. Aber das müsste wieder die CPU sein, weil ich auf zwei Plattformen stream. Es müsste funktionieren. Na, endlich. Meine geliebte Peitsche. Die mag ich definitiv. Ist aber auch strong. Na gut, holen wir erstmal das erste Teil. Autsch. Teil. Glückwunsch, du hast eine interstellare Holo-Nachricht von Stefan. Och nee. Muss das sein? Kann ich die irgendwo anhören? Kann ich mir Holo-Nachrichten irgendwo anschauen? Geräte. Nope. 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 Scheinbar nicht. Oben ist eine Kiste. Ein Teil für das Lombax. Ach, und bei der Kiste ist auch noch ein zweites Teil. Okay. Dann gehen wir dafür irgendwo in diese Richtung. Hier. Du hast ein zweites Teil. Bam. Dann nicht wenig. Ja. Wo wir angefangen. Da hinten ist auf jeden Fall noch ein Teil. Auch da, wo wir angefangen haben, oder? Och nee. Wird doch wohl einen Weg geben, dass ich da wieder zurück. Achso. Ja, gibt es. Los, levelt. Euch fehlt doch auch nicht mehr viel. Genau. Was können die jetzt Neues? Nix. Ach, das war's. Okay. Dann haben wir jedenfalls jetzt Teil 3. Gehen wir mal da hoch.
Wäre aber schon schön, hier einen neuen Lombax zu treffen, so als Freund. Wie gesagt, was mit Anna Cross passiert ist, weiß auch kein Mensch. Das verstehe ich nicht, warum das Thema nicht aufgegriffen wurde. War einfach weg. So wie Ratchets neue Flamme. Die ist auch einfach weg gewesen. Die neue Bürgermeisterin von Metropolis. Den letzten gesehen in Ratchet Gladiator. Dann war es in Size Matter plötzlich wieder weg. Und hier war sie auch nicht mehr zu sehen. Und ich verstehe es nicht. Teil 4. Ach so, das Symbol steht quasi für ein Sprungbrett. Ah. Das war zu. Okay. Jetzt aber. Okay. Level 3. Ratchet, der Eingang zur Raritanium-Mine ist zu eng für uns beide. Vielleicht übernehme ich das besser. Okay. Dann machst du das, Crank. Hab keine Angst. Wir helfen dir, es zu zerstören. Was zerstören? Wir werden dir alles zeigen. Okay. Was wollt ihr mir zeigen? Wo wollt ihr mir es zeigen? Sony. Aha, das sind jetzt quasi meine neue Gadget-Bots. Die Zeit zu. Mach dir die Zeit zu eigen, dann kannst du eintreten. What? Diese Tür stellt für dich kein Hindernis dar, Herr. Mach dir die Zeit zu eigen. Dann kannst du eintreten. Das meinte ich nicht mit What? Diese Tür stellt für dich kein Hindernis dar, Herr. Mach dir die Zeit zu eigen, dann kannst du eintreten. Diese Tür stellt für dich kein Hindernis dar, Herr. Mach dir die Zeit zu eigen, dann kannst du eintreten. Ah ja. Diese Tür stellt für dich kein Hindernis. Ja, ich bin doch schon lang durch. Mach dir die Zeit zu eigen, dann kannst du eintreten. Dieser Kram ist nur ein kleines Hindernis. Ruf uns einfach, dann tragen wir dich hinüber. Aha, aha. Bin verwirrt. Denk an die Lektionen, Herr. Alles klar. Schön. Ihr bekämpft die auch. Ihr macht nur keinen Schaden. Aber ihr bekämpft sie. Alles klar.
Geld, Geld, Geld. Aber seit wann kann Clank denn jetzt bitte die Zeit kontrollieren? Weil die Zoni da sind, oder hätte der das schon immer können? Ich bin verwirrt von seinem Können. Oh je. Mist. Och Gott. Leute, nicht euer Ernst, oder? Zoni. Zoni. Ach ja. Hochfahren, durchlaufen. Ich hatte zwar das Gefühl, dass wir schneller sind, wenn wir springen, aber das kommt nur davon, weil ich das Gefühl habe, dass wir einfach deutlich mehr nach oben springen, ohne Zeitraffer, als das. Ah! Das muss auch einmal gesagt werden. Dann ist das natürlich was anderes. Raritanium wird immer mitgenommen, ist nämlich rar. So, wie machen wir das jetzt hier am schlauesten? Erstmal darüber. So machen wir das am schlauesten. Okay. Rauf. Dann au. Bringen wir da rüber und da drauf. Wir können diesem Gebilde Leben einhauchen. Was? Mach das. Ah, hier. Manipulieren. Reparieren. Ach, das war der Fahrstuhl. Ich dachte halt, dass solche Sachen in dem Spiel kommen, wenn ich mit dem Titel A Crack in Time. Dachte ich, dass da was mit der Zeitmanipulation kommt. Aber so? Na gut. Dann lass uns die Zoni ab hier schon eine neue Rolle spielen. Neue Zoni. Ja. Ist ja gut, schreit mich halt an. Manipulieren. Reparieren. Wir können dieser Struktur Leben entziehen. Das Leben entziehen. Okay. Herr. Clank, der Herrscher der Zoni. Meister der Zeit. Oh. Ui.
Ich fühle mich hier wie in Strongholds. Eine 20 Bogenschützen gegen die Soldaten. Als erstes erstmal hier Raritanium mitnehmen. Jetzt könnt ihr gerne manipulieren. Reparieren, reparieren. Da hoch ist da was? Da ist nix. Oh. Wer kehrt zurück? Fehlt nur noch ein Teil. Meine Zonis sind weg. Okay. Das ganze Raritanium hier. Es ist so schön. Es ist so schön, um wahr zu sein. Rufe die Karte auf, indem du die Select-Taste drückst. Will ich nicht. Halt, hier fängt alles an. Da müssen wir ran. So. Der letzte findet hier durch. Es wäre halt schon geil zu wissen, wofür diese ganzen Maschinen sind. Halt die Luft an, Clank. Wir gehen nämlich auf Tauchstation. Och nee. Ist eigentlich immer noch unser roter Helm aus Pogitaru? Nein. Ist nur noch eine Maske. Fragen, ob hier irgendwas versteckt ist. Oder das sehe ich. Scheinbar nicht. Schön. Ich habe mich verschwommen, deswegen gab es Belohnung. Das ist, nenne ich, schön. Hier. Hier ist das Teil. Damit haben wir jetzt alle 6 Teile beisammen. Zurück zum Schiff. Laut Datenbank haben Sie jetzt alle Teile, um das Schiff zum Laufen zu bringen. Vielen Dank für Ihr Vertrauen in den virtuellen Diagnoseservice von Gadgetron. Wir buchen die angefallenen Kosten innerhalb von 3 Tagen von Ihrem Konto ab. Nein! Ich muss innerhalb von 3 Tagen das Spiel durchspielen. Mein Geld ist mein schönes Geld. Nach 3 Tagen Spielzeit ist dann das ganze Geld einfach mal resettet. Da ist das Schiff.
Okay, wir haben alles, was wir brauchen. Lass uns loslegen. Ja, ja, es funktioniert. Erbärmliche Trophäen. Die haben wirklich Suchmunition verwendet. Oh, diese miesen Betrüger. Oh, ein Lombax. Ich hab gedacht, es gibt keine mehr. Danke für die Reparatur. Kid, bist du's? Was ist denn passiert? Takion hat die Stadt mit seiner Trophäenarmee zerstört. Ein grausamer Wachachs. Hätte er bloß gewusst, wie böse diese Krakmiden waren. Hätten sie den großen Krieg gewonnen, wäre das ganze Universum unter ihre Schreckensherrschaft gefallen. Was sind Trophäen? Unangenehme, grässliche kleine Kreaturen vom Planeten Zaurik. Takion hat mit Raritanium ihre Loyalität erkauft und sie für seine persönliche Armee rekrutiert. Und warum hat er die Lombaxe angegriffen? Eine sehr gute Frage. Wahrscheinlich, um ihre Technologie zu stehlen. Alle seine Schiffe, seine Verstrecker, die Nanotech-Rüstungen, die er den Trophäen gegeben hat. All diese Dinge wurden mit gestohlener Lombax-Technologie entwickelt. Wo sind die Lombaxe jetzt? Es tut mir leid. Anscheinend wurde mein Speicher beim Aufprall beschädigt. Ich erinnere mich nur noch daran, wie ich Sperrfeuer auf den Ruf von Azimut gerichtet habe. Kannst du die neue... Oh nein. Natürlich. Ich habe einen optischen Radius 47... Stefan Quarkipus, oder wie war das? Lieben Sie Chaos und Getümmel und stehen Sie auf Zerstörung? Dann ist heute Ihr Glückstag, denn Sie nehmen teil am, als Zuschauer natürlich, am größten, gemeinsten, grausamsten Kampf des Universums, dem Imperialen Kampffestival. Nur für Erwachsene. Kommen Sie zum Planeten Mukov, erleben Sie einen unvergesslichen Abend ohne böse Absichten oder Tricks. Angebot nur gültig für langohrige Waisen und ihre kleinen Robo-Freunde. Das war doch Captain Quark. Also ist es wohl eine Falle. Aber der einzige Hinweis. Mal sehen, wo er da reingeraten ist. Oh je. Oh je. Quark, ich hasse dich. Von Spiel zu Spiel mehr. Na gut. Planeten Mukov. Wieder meine Raumschlacht. Du fliegst auf jeden Fall wie ein Lombax. Ketten, er feuert zurück, wie gemein! Ah, okay, jetzt habe ich verstanden. Diese Jungs wollen wohl spielen. Gib ihnen einen Schuss vor den Bug, Rusty. Rusty Pete, hier lernen wir den Kerl also kennen. Der wird ja angeblich später auch noch relevant. Ich weiß ja noch nicht, in welchem Zusammenhang. Aber ich bin gespannt. Wir hängen sie im Asteroidengürtel ab. Sie sind auf dem Weg in den Voron-Asteroidengürtel. Setzt den Kurs und aktiviert die primären Kollisionsableiter. Ei, ei, Captain! Abgeleitet. Du
visierst einen Feind automatisch an, indem du die L1-Taste gedrückt hältst. Lass los, um einen vernichtenden Angriff zu starten. Flieg durch die Nanotech-Auslöser, um die Rumpfintegrität wiederherzustellen. Ich glaube, der hier kooperiert nicht, Captain. Zeit für drastischere Maßnahmen. Bonusziel. Ich hätte es doch angreifen müssen, anstatt zu versuchen, das einzusammeln. Ein so schnelles Schiff habe ich noch nie gesehen, Captain. Das macht ja 800 Qubits pro Sekunde und das mit links. Wir haben es offensichtlich mit einem Aufschneider zu tun, Jungs. Ein Glas rum, dass ich ihn zuerst festnagle. Drücke für eine Flugrolle entweder die L2-Taste oder die R2-Taste. Passt auf die Asteroiden auf! Ah, ich krieg euch noch. Beziehungsweise ihr kriegt mich nicht. Dafür habe ich zu viel Kingdom Hearts Weltenwechseln gespielt, um bei sowas drauf zu gehen. Hüpf auf den Gefechtsturm. Schau, Junge, wir wollen dir nichts tun. Wir wollen dich nur umbringen und dein Schiff plündern. Merkst was? Zurück, 10 Jungs. Wir haben eine Teamwork-Übung im Andromeda-System. Pumphosen Wallace kümmert sich um den Deckschrubber. Was? Ich empfange ein feindliches Signal vor uns. Sieht nach einem Kartenzerstörer aus. Was ist denn ein Kartenzerstörer? Ach! Quasi ein Boss. Ein Weltraumboss. Kann ich das Ding zerstören? Schaut nicht so aus, ne? Nee. Hey. Okay, dass ich das angreifen konnte, war also wichtig. Also, wenn ich nicht anvisiere, kann ich keine Laser schießen. Ah. Weltraumpiraten. Schrecklich. Ja, das erste Bonusziel habe ich verkackt. Um uns das nächste Mal. Kampffestival Planet Mukov. Dort regnet es übrigens. Und da oben dreht sich ein Goldbolt. Ich habe wichtige Infos für dich. Ich komm zu mir in die Arena. Ich truste dir nicht. Ich hasse dich. Ich kann dir nicht trusten. Unsere
maßgeschneiderte Grommelnet-Rüstung lässt sie im Kampf deutlich weniger Schaden nehmen, mein Herr. Sie möchten in der Arena kämpfen? Ja, und außerdem zeigen sie damit jedermann, dass sie etwas von Mode verstehen. Nein. Neue Rüstung ist immer gut. Nicht Haiku. Okay, Partner. Was können wir alles, aber doch kein Haiku. Aufgerüstet. Gesagt, getan. Steigert die Reichweite dieser Waffe. Er macht sie damit noch nützlicher im Kampfgetümmel. Auf engstem Raum. Okay. Gesagt, getan. Gesagt, getan. 800. Okay. Kekse sind lecker. Na, wenn du das sagst. Das war ein schöner Haiku. Oh. Sind die nicht in der Schnur? Ach, da ist noch einer. Da ist auch ein Goldbolt. Komme ich da hoch? Ein Lombax, auf den der Holoskelp und da drüben. Soeben in der Nähe der imperialen Brunnen gesichtet. Aber die Statuen werden nicht auf der Karte angezeigt. Hm. Da ist noch einer. Interessant, dass die armen kleinen Stadtbewohner mir Raritanium droppen. Dann ist es doch eine Einladung, die Stadtbewohner zu eliminieren, oder? Ach ne, jetzt fehlt noch einer. Eine fehlt noch. 5 von 6. Hm. Da schwebt sie. Au. Au. Na gut. Jetzt habe ich 6 von diesen Dingern. Was mache ich damit? Nix. Ausgezeichnet. Hervorragend. Wo ist mein Ziel? Die Arena wird das hier oben sein. Dann gehen wir jetzt erstmal da lang. Das sind sehr hübsche Statuen, oder nicht? Tritt ein, Soldat. Und willkommen auf dem Schreckenskorb. Aha, aha. Das Schreckensparcours. Ah. Und dann heften. Und rüberziehen. Dann da hoch. Und hier scheitern. Nein. Warte mal. Kann ich auf dem Stein stehen bleiben? Ja. Okay, ich weiß nicht, ob das der offizielle Weg ist. Aber... Was war das? Du hast einen Teil eines Gadgetron-Holoplans entdeckt. Holopläne sind Eigentum der Gadgetron Corporation und streng geheim. Jedenfalls sind hier mehrere Kisten. Was mich sehr erfreut. Wir können gleich das letzte Teil vom...
das letzte Teil vom... Also das letzte Upgrade. Von... Ah, wie heißt es denn? Von der Peitsche erwerben. Nein! Mist. Ich wollte gerade rüberspringen. Schade. Also dem... Aua, dem ausweichen, würde ich sagen, und dann darüber. Dann... Wieder darüber. Und dann wieder nach unten. Achtung, alle Einheiten. Und dann schnell wieder nach oben. Wobei, ich kann auch einfach da drauf springen, oder? Zack. Noch eine Kiste mitnehmen. Warum auch nicht? Ja, und dann geht es in die Richtung weiter. Ich hoffe, dass sich der ganze Scheiß lohnt. Ach, jetzt kriege ich nur mal 2 Bolt, nachdem ich alle Kisten zerstört habe. Ach so, elektrische Gegner und so. Da war ja was. Vielleicht gibt es ja hier unerwartet den Kistenzerstörer. Oder den Boltgreifer. Oder wie in Ratchet & Clank 3 beides auf in einem. Ihr Tachyon stirbt. Okay, dann geht's jetzt nochmal durch so eine Trommel. Vorsicht vor den überflüssigen Rotorklingen des Todes. Sie sind absolut überflüssig. Wir haben die nötige Rotorklingenzahl errechnet und dann absichtlich mehr eingebaut. Ah, da drüben. Komme ich da durch? Ja. Nein, da nicht, aber da. Sind das meine Spurtstiefel? Wenn ja, hat sich ja doch gelohnt. Die Sturmstiefel. Der Propeller. Na gut. Dann ist das auch erledigt. Und jetzt geht's zur Arena. Dafür müssen wir diesen Weg entlang. Nicht schon wieder. Töte das. Sauber. Der Lombax darf die Arena nicht erreichen.
Oh. Ah. Ah, wir wissen noch gar nicht, was Maximallevel ist, ne? Oje. Ich will's nicht wissen, Quark. Eine Kiste. Flüchtling auf dem Stromkabel in Sektor 3 entdeckt. Haben Tesla-Drohnen auf ihn angesetzt. Was Tesla-Drohnen? Die Tesla-Drohnen wurden eliminiert. Ja. Okay, Partner. Was können wir denn für dich tun? Da sind's. Dann ist die auch auf 100%. Das ist schön. Machen wir mit euch mal weiter. Wird erledigt. Wird erledigt. Gesagt, so. Getan. Ist auf dem Weg. Level 3. Schön. Wir haben den Schlacht verloren. Alle Soldaten in Alarmbereitschaft. Alle beurlaubten Gladiatoren haben Befehl erhalten, die Jagd nach dem Lombax aufzunehmen. Level 5 gleich. Jetzt. Glückwunsch, du hast den Brenner zum Magmabrenner aufgerüstet. Die Waffe hat jetzt 3 zusätzliche Plasmaläufe, mit denen du einen größeren Bereich abdecken kannst. Aber ich kann sie noch weiter leveln? Fragezeichen. Der Balken ist zumindest wieder leer. Oh Gott. Nee, die levelt nicht weiter. Kann ich das hier auch nochmal in Gewissheit haben? Nö. Aber gut. Level 5 levelt nicht weiter erstmal. Dann andere Waffen. Meine schöne Leviathan-Schlag. Passt. Aber so ähnlich. Der Lombax wurde auf der Arena-Straße entdeckt. Das kannst du. Modernste nanomolekulare
Gesichtsumwandlung. Absolut sicher. Und das kannst du, Quark? Na, ich trau dir da ja mal nicht so. Was nehmen wir denn Schönes mit als neue Waffe? Splitter? Oder Tornado? Ja, das Gottes sagt, ich bin wichtig. Aber unrelevant. Okay. Also für uns hier. Nehmen wir dich mit. Und dich mit. Mehr geht nicht, Partner. Aber ich glaube, mehr geht nicht, mein Partner. Gesagt. Immer schön die Raritaniumfelder ausbauen. Dann lohnt es sich, mit den Waffen noch mehr Kills zu machen, weil man dann noch schneller die Waffen ausbauen kann. Mehr geht nicht, Partner. Halte zum Anvisieren die Feuertaste gedrückt und lass los, um Jägerraketen abzufeuern. Ah. Bin ich ja gespannt, in was ich verwandelt werde. Oder in Wien. Oh mein Gott. Meine Damen und Herren, begrüßen Sie mit mir unseren Ehrengast, Ihren Krakmitenherrscher und meinen besten Freund, Imperator Tachyon. Warum ist der egal. Quark, ich hasse dich. Lasst uns den Kampf beginnen! Als erstes muss unser haariger Kämpfer sich seinen Weg durch drei Runden gegen degenerierte Selbstmörder. Ach Gott. Wieder so eine Müllschrotflinte, oder? Wobei Müll würde ich es jetzt gar nicht betiteln. Aber es ist wieder eine Schrotflinte mit dem Streuschussmuster, was mich Flashbacks gibt. Sein Name Schnauzbart, schneller Schnauzbart. Aber es geht. In Size Matters, da hat es ja null Damage gemacht. Ich glaube, wir haben drei ganze Magazine auf einen Gegner verschossen und er ist immer noch nicht gestorben. Na gut. Mit dem Ding können wir leben. Jetzt leveln wir aber die noch vollends fertig. Er landet einfach keinen Treffer, meine Damen und Herren. Der Typ ist wahrscheinlich frustrierter als ein einbeiniger Droid beim Dauerlauf. Wow, ein Glückstreffer von Schnauzbart. Was macht er wohl als nächstes? Ach nee, Elektrogegner, Elektrogegner und andere Waffen. Nein. Es gibt einen neuen Champion. Das war's. Entgegen aller Erwartungen bist du nicht gestorben. Oh. Das tat weh. Ich würde wegsehen, wenn ich nicht schon durch die Gewalt. Dieses riesige mechanische Roboter-Fisch. Hörst du auf? Ja, gar keinen Schaden aktuell. Das kann auch einfach nur daran liegen, weil es Level 1 gegen einen Elite-Boss ist. Keine Ahnung. Ich würde gern kurz innehalten, um den Schnurrbart unseres Herausforderers zu bewundern. So etwas habe ich noch nie erblickt. Doch, halt, auf der Halloween-Party auf der Bahn letztes Jahr.
Nein, du stößt mich nicht nach unten. Bam. Glückwunsch! Ihr erinnert mich an mich, als ich ein junger Kämpfer war. Nur kleiner und nicht so knackig. Quark, könntest du uns bitte erklären, warum du für Tachyon arbeitest? Oh, nur wegen der, ihr wisst schon, der Rettung des Universums? Da war ich, umzingelt von Tachyons Handlangern und mit dem sicheren Tod vor Augen. Ich blickte in den eisigen Abgrund des Unvermeidlichen und war gezwungen, schnell zu handeln. Ich griff sie an, setzte Können aus tagelangem Kung-Fu-Training ein und meinen katzenhaften Stil mit tödlicher Präzision. Aber naja, diese stählernen Muskeln und die ungezügelte Männlichkeit konnten nicht ewig standhalten. Als ich dann 2000 vernichtet hatte, wurde ich durch einen Zufallstreffer bewusstlos. Für die Sicherheit der guten Bürger von Kervan schwor ich Tachyons Armee die Treue und wurde sein Vertrauter. Du hast also dein erstklassiges Schleimerkönnen eingesetzt, um deine Haut zu retten. Ein bisschen hiervon, ein bisschen davon. Hier, nimm das. Es wird alles erklären. Tja, das optische Relais ist beschädigt, aber vielleicht kannst du es auf einem Schiff abspielen. Undankbarer! Hör auf rumzutrödeln und komm hierher! Du musst meine Furunkel stechen. Ich komme, Exzellenz! Betet für mich. Okay. Neulingus Maximus. Aha, aha. Okay, Partner. Arena verlassen. Du kannst diese Tür mit Hilfe deiner neuen Helipods öffnen. Versuch es einfach, indem du einen Helipod auf das Ringziel feuerst. Was ist ein Helipod? Was ist ein Helipod? Ah ja. Bei Arena-Herausforderungen kann man Bowls und Preise gewinnen. Auch Gladiatoren, die schon mal da waren, sind immer willkommen. Hm. Das ist ein neues Gadget, oder? Ja, Helipod. Dann ist das was für... Nicht für dich, sondern... Für dich. Also los, finden wir heraus, was Tachyon vorhat. Seid gegrüßt, niedere Wesen von Polaris. Sucht ihr nach dem Sinn in eurem Leben? Wünscht ihr euch ein regelmäßiges Einkommen? Neigt ihr zur Zerstörungswut? Dann kommt zur imperialen Armee und helft mir, die Herrschaft über die Galaxie zu erlangen. Reist an neue Orte, trefft interessante Leute und vernichtet sie im Auftrag von mir. Moment mal, hast du gerade gesagt, trefft interessante Leute? Das ist richtig, gefeierter Heldenquark. Das klingt super. Erzähl mir mehr. Es ist einfach. Irgendwo in dieser Galaxie befindet sich dieses Lombax-Geheimnis, der Grund für die Bezwingung der Kraken. Als Tachyon-Soldat ist es deine Aufgabe, jeden Planeten zu verwüsten, bis es gefunden ist. Dreh jeden Stein um, verschone niemanden, erledige jeden, der sich dir in den Weg stellt. Alles für einen guten Lohn und Sonderzulagen. Wow, das alles und Reisen? Richtig. Der Nundak-Asteroidengürtel zum Beispiel. Laut unseren Spionen könnte das Geheimnis hier sein, auf dieser kleinen Mondbasis. Melde dich noch heute und du bist beim Überfall dabei. Imperator Tachyon, Unterdrücker für Chancengleichheit. Klingt der wie Cartman? Glaubst du, dieses Lombax-Geheimnis wurde benutzt, um die Krakmiten zu vaporisieren? Was es auch ist, wir müssen es unbedingt vor Tachyon kriegen. Nun der Asteroidengürtel.
Wir kämpfen nochmal im Orbit, wie es ausschaut. Alles klar. Lombak-Schiff erkannt. Töte das. Doch nicht. Hätte ja sein können. Das muss der Transporter zur Station sein, aber wir haben keinen Startcode. Wir sollten euch warnen. Ach du schon wieder. Der Eigentümer der Station mag Besucher nicht besonders. Und warum sollten wir dir trauen? Du hast uns doch ins All geschleudert. Verzeihung, mein Freund. Hört mal, wir wollen die Sache wieder gut machen. Einige Raumpiraten von Ardolis bieten uns Boots für Leviathan-Seelen. Wenn ihr uns also welche beschaffen könnt, werden wir euch mit Freuden den Startcode geben. Oh, der Lombax ist lebensmüde. Oh. Und wie viele möchtest du? Die Seelen reichen nicht, Amigo. Du musst noch mal los. Na gut. Okay. Dann schauen wir mal, wo wir welche schöne herkriegen. Ah, hier kriege ich welche. Okay, ich sehe schon. Okay. Ja, da komme ich noch nicht hin. Nein! Ist eine blöde Idee immer noch mit einer Peitsche im Fernkampf. Au. Du fühlst dich elektrisch an, Fisch. Eine Leviathan-Seele. Bin ich über meinem Schiff und nu? Weg hier. Du bist doch bestimmt sowas wie ein Teleporter. Ich dachte gerade, der lebt noch, aber das ist der von einer anderen Insel. Teleporter-Kanone. Okay. Gehen wir mal zu Zeta. Teleporter-Kanonen bekomme ich immer Zahnradhaut. Zahnradhaut. Okay. Zahnradhaut ist neu.
Du. Hab dich. Das ist dann die zweite Seele. Heißt zurück zum Teleporter irgendwo. Irgendwo geht's runter, hier. Beta. Das war lustig. Wollen wir noch einmal? Okay. Warum auch nicht? Ein Goldbolt. Nee, da komme ich nicht an. Okay. Reicht nicht ganz. Ich glaube, das hat gereicht. Nicht. Der Level allein durchs Treffen. Wir sollten zum Schmuggler zurück. Wir haben alle Seelen, die wir brauchen. Ach, der wollte nur drei. Na gut. Wenn ich jetzt abstürze, komme ich. Ich wollte eigentlich nur fragen und nicht abstürzen. Und fragen, ob ich dann wieder da rauskomme, wo ich angefangen habe. Nein, tue ich nicht. Alpha, ist Alpha mein Schiff? Scheint so, ne? Ja, ist es. Sorry, ich kann nicht anders. Na, vielen Dank, Freund. Der Transporter steht bereit. Passt gut auf euch auf. Was soll denn das werden, Kumpel? Für 4000 die Seele. Ah, na gut. Lass uns gehen. Irgendwie schaut es aus wie ein riesengroßes Glücksspiel. Okay. Fangen wir mal an, das Ding irgendwie sanft zu erforschen. Offensichtlich sind wir direkt im Hauptwartungsbereich. Das ist schön. Vielleicht finden wir von hier einen Weg hinein. Ich weiß nur noch nicht, wie ich. Wo und wie ich hier lang springen muss. Ich laufe einfach mal in irgendeine Richtung. Aktuellen. Aua, nach oben. Und dann scheinbar wieder nach unten. Aha. Interessant. Dieser Generator liefert Strom für einen Sigma-3-Schwerkraftsimulator mit protomorphen Ionensynthesizern. Du bist so ein Streber. Frage ist, was habe ich davon, das zu wissen?
Ach da. Au. Oh Mist. Sie verschwinden nach einer kurzen Berührung. Au. Ratchet, ich glaube, das da vorne ist der Wartungsaufzug. Das könnte unsere Zugang sein. Das ist schön. Sein. Hör mal. Da sind noch... Ach nee. Hä? Warte mal. Wir waren auf diesen... Da ist der Typ mit seinem Vogel. 1, 2, 3. Auf diesen drei Inseln waren wir. Das heißt, hätte ich mich einfach hierher porten können? Ja, das Lombax-Geheimnis gehört uns. Schnappen wir es uns und dann nichts wie weg, bevor Tachyon seine Armeen schickt. Die ist bestimmt schon da. Okay, Partner. Was können wir denn für dich tun? Diese Waffe hier verbessern. Aufgerüstet. Ermöglicht es, den Plasma besser feindliche Ziele in größerer Entfernung aufzuspüren. Schön. Gesagt, getan. Abgeschließt. Gibt bestimmt eine Errungenschaft dafür, alle Waffen zu leveln. Was nehmen wir denn als nächstes? Dich wahrscheinlich, weil dich leveln wir ja auch als nächstes. Gesagt, getan. Ja. Wow, schau dir das Terrarium an. Wer auch immer diese Station errichtet hat, hatte eine Vorliebe für Oasen und Festungen. Für Oasen und Festungen? Eindringlinge! Hier spricht Kommandant Seifer von der Apogee-Raumstation. Waffen verlassen! Jetzt gibt's Prügel! Was? Sonst gibt's Prügel! Okay. Aber wo geht's hin? Ach, hier. Als erstes lernen wir dich hier fertig, nach wie vor. Einer überlebt. Dies ist deine letzte Chance. Leg deine Waffen nieder, damit du deine Abreibung kassieren kannst. Und wenn ich nicht will? Alarm Eindringling! Alarm Eindringling! Alarm Eindringling! Ist das richtig so? Oh Mann. Bleib in deiner Rolle, du Hornochse! Stimmt! Alarm Eindringling! Alarm Eindringling! Alarm Eindringling! Normalerweise wird es auf Band aufgenommen und nicht manuell gesprochen. Wir sind Level 5. Glückwunsch, du hast auf den Blitzzerstörer aufgerüstet. Den was? Den Blitzzerstörer. Deine Waffe stößt jetzt bei jedem Angriff eine kleine, aber starke Schockwelle aus. Alle jugendlichen Aktivitäten und kehrt dorthin zurück, wo ihr hergekommen seid. Nein, ich habe nur 3 Leben, der fuck. Da sind Kisten. Verdammt,
Was für Rabenmusik. Runter von meinem Rasen! Falscher Film. Oh, Mist, hinter mir war noch ein Geschütz. Och, komm schon, Leute. Das war jetzt unnötig weit zurück. Okay, Partner. Neun Schaden. Okay, Nahkampf, doof Idee. Am nächsten Gegner Level 4. Level up zu 4. Dankeschön. Fast schon wieder die Hälfte für Level 5. Man levelt hier ganz gut die Waffen. ist sie schon im... Ja, hat sie schon... noch nicht geschrieben. Na gut. Halt. Ich sollte Discord nicht über im Chat haben. Sonst kriege ich ja nichts mit. Alarm Eindringlinge. Da. Der ist schon mal weg. Und die Geschütze sind auch weg. Okay. Jetzt leveln wir dich fertig. Mist. Level up. Wieder volle Leben. Das war wichtig. Wenn hier ein Verkaufsautomat steht, dann habe ich einen Checkpoint. Ja, selber schuld, wenn du bares Geld rumliegen lässt. Das ist aber keine 6. 7. Das ist aber keine 7 Geschütze. Oder? Sonst habe ich ein Problem. Pass auf, du Schlaumeier! Pass auf! Oh doch, das sind sie. Nein.
Okay, Problem beseitigt. Ratchet, vielleicht sollten wir uns mit Ihnen einigen. Klar, Sie versprechen mir, das Lombax-Geheimnis zu geben. Ich verspreche, Sie nicht in die Luft zu jagen. Das klingt nach einer guten, akzeptablen Entscheidung. Au. Laserfelder. Ich weiß, das lernen Sie nie. Wir müssen die Türme funktionieren. Naja, aber es funktioniert ja scheinbar. Türme? Ich bin schon wieder an der Decke, oder? Oh Mist. Aber Level 5. Glückwunsch! Du hast auf die Plasma-Pirscher-Mine aufgerüstet. Deine kleinen Freunde sind jetzt trickreicher und können sich unterirdisch zum Feind durchgraben. Das ist schön. Heißt, alle Gegner, die den Bodenkontakt haben, haben verkackt. So, 5, dann haben wir jetzt 3 Waffen auf 5. Dann machen wir jetzt mit dir weiter, sobald wir hier Munition haben. Okay, Partner, was können wir denn für dich tun? Den Damage gesagt, erhöhen. Getan. Jeder könnte mit einem Polonium-Ionen-Erschütterungssprengstoffkopf effektiv umwerfen, um sich einen strategischen Vorteil zu verschaffen. Kostet 300. Okay. Der Schurke ist genau da, wo wir ihn haben wollen. Und wo? Admiral Krupp, auf mein Signal, Inferno starten. Jetzt. Das war unerwartet. Aber funktionabel. Wir müssten da rein. Aber ich will mich erst hier umgucken. So. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass hier irgendwo was Interessantes ist. Wie viel Raritanium haben wir? 132. Aber scheinbar war da doch nichts mehr. Um da durchzukommen, brauchen wir bestimmt 2 Kisten pyrogene Nitrozellen. Anzeige, die schwache Mauern erkennt. Folge dem Signal, um Einsatzbereiche für dieses praktische Gerät zu finden. Okay. Einen Geolaser haben die Zoni uns verpasst. Dein neuer Geolaser schneidet durch natürliche Oberflächen. Führe den Laser mit dem linken Stick die Schwachstellen entlang, bevor die Oberfläche abkühlt. Ah.
Xoni. Das sind kleine, unsichtbare Wesen, die durch die Zeit reisen. Oh, klar. Das ist der Schurke! Pulverisier ihn! Oh, eine Steuerspur. Danke, Leute. Ich übernehme ab hier. Meinen Glückwunsch. Ihr gewinnt eine Reise aus der Luftschleuse. Ihr findet doch selbst hier raus. Ich hasse das Ploppen, wenn sich Körper im All dekomprimieren. Ja, zeig dem Lombax, wo der Hammer hängt. Was? Er ist ein Lombax. Quanks, hilf ihr. Nehmt die Waffen runter. Und so erklärten unsere Helden die mysteriösen Umstände, die sie von Alvin Apogees abgelegener Raumstation geführt hatten. Ihre Suche nach dem großen Lombax-Geheimnis. Ein Code, verpackt in ein Rätsel, bedeckt mit Supergeheimen. Das reicht, Zephyr. Du bist also ein Lombax, der keinen anderen Lombax kennt, nicht weiß, wo sie sind oder was ihr Geheimnis ist. Das ist so... ironisch. Ganz schön schlau, der Kleine. Miss Apogee, gibt es einen Grund, warum Tachyon glauben könnte, dass sie eine Lombax-Waffe haben? Das ist die Station meines Vaters. Max Apogee? Max Apogee war ein Berühmter! Ist ein Berühmter! Er ist ein berühmter Forscher und Sammler seltener interstellarer Antiquitäten. Sein wichtigster Fund war ein Lombax-Artefakt. Wo ist das Artefakt jetzt? Piraten haben die Station überfallen und es damals mitgenommen. Vater hat sie verfolgt und kam nie zurück. Dieser Schmuggler hat doch Piraten auf Adolis erwähnt. Adolis? Kronk, seht mir! Schild machen! Schließt dann hinter euch ab, ja? Das, die hat, glaube ich, die Stimme von dem Püppchen, von der Mechanikerin aus Jack and Dexter 1. Glaube ich. Da bin ich mir nicht sicher. Aber unser hauptböse Endgegner, der hat die Stimme von Cartman. Okay, Partner. Was können wir denn für dich tun? Du kannst gar nichts für mich tun. Du auch nicht. Wobei. Ihr könnt für mich tanzen. Gut. Auf ewig. Planet Ardulis. Da landen wir noch und dann machen wir Feierabend. Ich würde es ja gerne weitermachen, aber ich habe noch so viel zu tun heute. Wenn es an mir geht, würde man das ganze Teil jetzt durchspielen. Okay, Partner. Was Nanoschwärmer. Das ist eine Nanosekten. Okay. Kreisklinge. Wird unsere nächste Waffe. Alter, wollte ich hin. Egal. Nun denn? Bis zum nächsten Mal. Tschüss.